ganz beschaulichen Eindruck. Aber auch nur so lange, bis dieser Gong ertönt. Das ist der Notruf. Jetzt muss die Feuerwehr so schnell wie möglich ausrücken. Die Feuerwehrleute lassen alles stehen und liegen und springen auf. Durch die Türen, die Rotstangen runter. Das muss alles total schnell gehen. Unten angekommen, müssen die Feuerwehrleute ihre Schutzkleidung anziehen. Damit die da keine Zeit verlieren, sind die Hosen schon auf die Stiefel draufgestülpt. In die Stiefel rein, Hose hochziehen, Jacken an und fertig. Ein Küchenbrand in der Fronostraße 19 in Kanesch. Einsatz für das Löschgruppenfahrzeug 6, für die Drehleiter 6. Dann springen die Feuerwehrleute in die Feuerwehrwagen und auf geht's zum Einsatz. Leider, leider durften wir da nicht mit, weil es zu gefährlich geworden wäre. Deshalb ist unser Film hier jetzt schon zu Ende. Nein, war ein Witz. Der Film geht weiter. Denn nach dem Einsatz waren die Jungs von der Feuerwehr so freundlich und haben uns alle ihre Wagen gezeigt, die sie so haben. Das hier ist das Tanklöschfahrzeug. Wie der Name schon sagt, damit kann man löschen. Denn in diesem Wagen steckt ein riesengroßer Wassertank. Da passen 5000 Liter Wasser rein. Herr Salzmann zeigt uns mal, wie man das Wasser rausbekommt. Oben auf dem Dach des Tanklöschfahrzeugs gibt's diesen Wasserwerfer. Der wird umgedreht, eingeschaltet und dann fängt das Wasser an, da rauszuspritzen. Das Wasser kann bis zu 50 Meter weit spritzen. Und nach ungefähr 2,5 Minuten ist der komplette Tank leer. Das nächste Auto ist der Drehleiterwagen. Der hat seinen Namen wegen der Drehleiter. Aber bevor man die benutzen darf, muss man erstmal diese seitlichen Stützen ausfahren. Ohne die Stützen würde das Auto wahrscheinlich einfach umkippen, je nachdem, wie die Drehleiter steht. So, die Stützen sind ausgefahren. Jetzt kann sich Herr Wagner hinsetzen. Er klappt diesen Monitor um. Und mit diesen Schalthebeln kann er die Drehleiter bewegen. Erstmal fährt er sie hoch. Herr Wagner kann sie aber auch auseinanderfahren, denn diese Drehleiter besteht aus 4 ineinander gesteckten Leitern. Wenn die Leiter komplett ausgefahren ist, dann ist sie 30 Meter hoch. Da hat man einen guten Blick über die Gegend. Und natürlich kann man in dieser Höhe auch ganz gut Leute aus dem Fenster retten. Und die Leiter kann man auch von oben bedienen. Jetzt dreht sie sich. Jeder Feuerwehrmann muss natürlich auch diese Leiter hochklettern können. Das ist gar nicht so leicht. Geschafft. Herr Smoler ist oben. Von hier kann man sogar den Kölner Dom sehen. Das nächste Auto im Kölner Löschzug ist das Löschgruppenfahrzeug. Hinten ist noch so ein kleines Wägelchen dran. Das kann man abmachen. Da ist der Schlauch drauf gewickelt. Mit diesem Wägelchen und dem Schlauch rennen die Feuerwehrleute zum nächsten Hydranten. Da kriegen sie das Wasser her. Herr Bachhaus rennt mit dem Schlauchwagen zurück zum Löschgruppenfahrzeug. Und da arbeitet schon Herr Haas. Er rollt kürzere Schläuche aus. Das eine Ende des Schlauchs kommt an dieses Verteilerstück und das andere Ende des Schlauchs wird an das Löschgruppenfahrzeug angeschlossen. Und da rennt auch schon Herr Bachhaus um die Ecke. Es werden noch mehr Schläuche ausgerollt. Das Strahlrohr wird angeschlossen. Und das hier ist der Schlauch vom Hydranten. Der wird abgekuppelt und kommt an das Löschgruppenfahrzeug. Und dann heißt es... Wasser marsch! Daraufhin öffnet Herr Niesen den Hydranten und das Wasser strömt durch den Schlauch in das Löschgruppenfahrzeug. Da ist eine Pumpe, die sorgt dafür, dass das Wasser mit richtig viel Druck aus den Schläuchen spritzen kann. Wenn es irgendwo brennt, dann nähern sich die Feuerwehrleute geduckt dem Feuer. Das ist zum Schutz, denn die Hitze des Feuers steigt nach oben. Das Strahlrohr wird geöffnet und dann schießt das Wasser mit unglaublich viel Druck durch die Pumpe auf das Feuer.
und hat es ganz schnell gelöscht. In dem Löschgruppenfahrzeug ist aber nicht nur eine Pumpe, da sind auch ganz viele Hilfsmittel und Werkzeuge, die die Feuerwehrmänner so bei einem Einsatz brauchen. Zum Beispiel das hier. Das wird auseinandergerollt. Und dann gibt es hier eine kleine Flasche mit Druckluft. Die wird geöffnet. Und dann füllt sich das Luftkissen wie eine Hüpfburg. Dieses Luftkissen wird Sprungretter genannt. Jetzt wird der Sprungretter noch in die richtige Position getragen. Und jetzt können Menschen, die bei einem Brand nicht mehr durch das Treppenhaus fliehen können, einfach runterspringen. Wie zum Beispiel diese Puppe. Und genau die Mitte getroffen. Gerettet. Die Feuerwehr rettet aber nicht nur Menschen bei Bränden, sondern auch bei Unfällen. Dieser Mann hier kommt nicht mehr aus seinem Auto raus. Er ist eingeklemmt. Als erstes bekommt er von Herrn Ratering einen Helm aufgesetzt mit Ohrenschützern und Gesichtsschutz. Prima. Und jetzt wird schweres Rettungsgerät rausgeholt. Das hier ist ein Spreizer. Während der Spreizer vorbereitet wird, beruhigt Herr Ratering den Mann im Auto. Als erstes wird der Kotflügel zusammengequetscht. Wenn der Kotflügel weg ist, kommt man nämlich ganz gut an die Türscharniere ran. Die sind da. Da wird der Spreizer angesetzt und der biegt jetzt die Tür auseinander. So, die Tür ist offen. Wenn der Mann im Auto jetzt schwer verletzt wäre oder sogar eingeklemmt, dann würde diese große Schere zum Einsatz kommen. Das machen die Feuerwehrmänner jetzt mal für uns. Die Schere kann das Blech vom Auto durchschneiden. Einmal da und da hinter dem Fenster auch. Na, da muss der zu Rettende ein bisschen weggedrückt werden, damit ihm nichts passiert. Und dann noch hier am Dach. Und das Ganze natürlich auch auf der anderen Seite. Wenn das passiert ist, können die Feuerwehrmänner mit vereinten Kräften das Dach hochdrücken. Jetzt kommt man von allen Seiten an den Mann im Auto ran und er kann gerettet werden. Das Löschgruppenfahrzeug heißt aber auch deshalb Löschgruppenfahrzeug, weil eine Gruppe Feuerwehrleute darin Platz hat. Also Tanklöschfahrzeug, Drehleiterfahrzeug und Löschgruppenfahrzeug, das ist ein Löschzug der Feuerwehr in Köln mit 10 Feuerwehrmännern. Vielen Dank.